Herzlich willkommen bei Slevin Streamt Sport. Wir spielen wieder den Formel 1 Manager 2022. Die ersten beiden Rennen haben wir schon absolviert in Bahrain und Saudi-Arabien. Wenn ihr die verpasst habt, empfehle ich euch, die natürlich zuerst noch anzuschauen. Hier gibt es jetzt ein paar wichtige E-Mails direkt nach dem Rennen anzuschauen. Wir haben das Vorstandsbüro fertiggestellt, den Hubschrauberlandeplatz und den Trophäenraum. Dazu muss ich natürlich immer sagen, Trophäen werden wir jetzt erstmal mit Williams nicht gewinnen. Aber ich bin mit den ersten beiden Saisonrennen eigentlich zufrieden. Vor allem natürlich mit der Leistung von Alex Albon, mit Latifi kann man nicht zufrieden sein. Das ist natürlich fürchterlich, was der dort jetzt abgeliefert hat die ganze Zeit. Aber wir sehen hier auch ein großartiges Rennen. Patrick Stafford, unser Vorstandsvertreter, ist absolut zufrieden, wie das bisher gelaufen ist. So, jetzt müssen wir uns mal die Frage stellen, können wir nochmal Einrichtungen ausbauen? Wahrscheinlich schon, wir haben 4,6 Millionen. Aber ich möchte zuerst bei den Autos schauen, ob wir vielleicht nochmal ein Teil entwickeln können. Ja, geht leider nicht, weil unsere aktuellen Projekte noch laufen. In 12 Tagen wird unser erstes selbst ausgebautes Teil fertig und in 67 Tagen dann das nächste. Aber unsere Ingenieure sind leider beschäftigt mit diesen beiden Teilen und deswegen können wir noch nichts machen. Das heißt, wir stecken unser Geld jetzt erstmal in die Einrichtung. Vielleicht noch eine Betriebseinrichtung, Vorstandsbüro, was kostet das? 1,18 Millionen machen wir. Hubschrauberlandeplatz bauen wir nochmal aus. Trophäenraum, 1 Million. Ja, komm, lass uns das auch machen. Wir bauen einfach alles aus, was geht. Auch die Tourzentrale. Wir wollen hier überall aufs Maximum kommen, denn letztendlich ist es nicht nur wichtig, dass die Fahrer gut fahren, dass das Auto schnell ist, sondern eben auch, dass das gesamte, ja, die gesamten Einrichtungen eben, die gesamte, ja, wie sagt man so schön, Infrastruktur, dass das alles funktioniert. Geld sparen müssen wir natürlich für die Autoentwicklung. Das kostet alles viel mehr Geld. Wir sehen das, 10 Millionen. Da fangen wir jetzt dann mal zum Sparen an, würde ich sagen. Denn das ist natürlich super wichtig. Hier sehen wir Teamzentrale ausgebaut. Das geht rucki zucki. Ganz, ganz schnell wird hier eines nach dem anderen fertig. Wieder haben wir E-Mails bekommen. Check-in Vorstandsvertrauen. Es freut mich, dir mitteilen zu können, dass der Vorstand sehr zufrieden mit deiner aktuellen Arbeit ist. Sehr schön. Finanzbericht März. Das sieht gut aus. 5,9 Millionen haben wir schon wieder. Autoentwicklungsbericht. Ja, wir sind halt überall das schlechteste Auto. Das bleibt so lange so, bis wir endlich die ersten Teile bekommen. Aufhängung W222 knapp. Ja, das weiß ich schon. Das müssen wir aber noch nach hinten verschieben. Da warten wir lieber noch. So, Hubschrauberlandeplatz ist auch schon wieder fertig. Und dann geht es gleich schon ins nächste Rennen, würde ich sagen. Trophäenraum ist fertig. Oh ja, Scouting ist fertig. Das ist jetzt mal interessant. Wir haben ja zwei Fahrer gescoutet, nämlich Daruvala und Piastri. Und das sind durchaus Fahrer, die wir eventuell mal verpflichten wollen. Denn wie gesagt, wir wollen auf jeden Fall Latifi loswerden. Jetzt schauen wir uns mal an, was der für Fähigkeiten hat. Der ist auf jeden Fall interessiert, zu uns zu kommen. Was mich jetzt interessieren würde, wäre eigentlich seine Fähigkeit. Hier sehen wir, was er für Fähigkeiten hat. Wachstumspotenzial allerdings nur durchschnittlich. Das gefällt mir nicht. Wie sieht's bei Piastri aus? Wo haben wir den hier? Profil von Piastri, was hat er für ein Talent? Oh, Wachstumspotenzial hoch. Okay, also Piastri, der würde mich interessieren. Ist der auch interessiert, zu uns zu kommen? Ja, der wäre offen für Verhandlungen. Die Frage ist, kann ich ihm einen Vertrag anbieten? Würde das schon funktionieren für jetzt? Fahrerposition, Auto 1, das heißt, er würde Latifi ersetzen, würde ich sofort machen. Vertragsdauer, 5 Saisons. Lohn, das Jahresgehalt, das der Kandidat erhält, wenn er dieses Vertragsangebot annimmt. Ja, also der kriegt schon 500.000, würde ich sagen. Der kriegt einen Startbonus, das heißt, ja, das ist nur einmalig, das ist nicht pro Rennen Startbonus. Da kriegt er wegen mir 75.000. Komm, raus mit der Kohle. Rennzielbonus. Bonusschwelle, das heißt Platz. Ja, wenn du Platz 10 erreichst, kriegst du wegen mir 25.000.
Das können wir schon raushauen. Komm, lass sagen 50.000. Als ob der jetzt in den ersten 2-3 Jahren bei uns in die Top 10 fährt. Selten, aber wenn, kriegt er halt 50.000. So viel ist das nicht. Und Lohn kann er wegen mir auch 550.000 haben. Und er bekommt Auto 1 von Latifi. Die Buyout-Gebühr, das ist wahrscheinlich das, was wir Latifi zahlen müssen, weil der geht. Oder an Alpine vielleicht zahlen müssen. Ah ja, wahrscheinlich, genau, wir müssen das an Alpine zahlen. Das heißt, es kostet uns eine halbe Million, das machen wir locker. Hoffentlich sagt er zu, Alter, das wäre so geil. Der hat Potenzial und der hat jetzt schon Stärke 75. Angebotshänden, komm schon, nimm's einfach an, Junge. Vertrag angenommen. Nur mit der Bonusschwelle ist er nicht zufrieden. Ja, glaube ich auch nicht. Aber ja, einstellen. Bestätigen. Damit ist Latifi gefeuert. Sehe ich das richtig? Und Piastri wird bei uns zum Profi. Alter, ist das geil. Ist das jetzt so? Gleich mal gucken. Tatsächlich. Piastri ist jetzt unser zweiter Fahrer neben Albon. Unfassbar geil. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt weiter. Der wird gleich das erste Rennen bestreiten, und zwar in Australien. Und soweit ich weiß, ist Piastri Australier, kann das sein? Ja, also direkt Heim Grand Prix, Piastri bei uns am Start. Also, Begrüßung von Piastri. Guten Morgen, ich freue mich. Bla 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 bla, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, ich dir auch. Also, der hat jetzt richtig langen Vertrag bei uns, mit dem planen wir langfristig. Der wird sich gut entwickeln, der hat jetzt schon Stärke 75. Der wird wahrscheinlich in ein, zwei Jahren über 80 sein. Ich weiß nicht, wie schnell hier die Entwicklung geht, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. So, Entwurf von Chassis abgeschlossen. Unsere Ingenieure sind gerade mit der Arbeit am neuen Entwurf fertig geworden. Du solltest anordnen, dass es gefertigt wird. Aha! Dann ist das jetzt fertig. Dann könnte man ein neues Autoteil entwickeln. Sehe ich das richtig? Sehr gut. Chassis haben wir gemacht. Wir haben Unterboden gemacht. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal Seitenkästen. Und da können wir jetzt auch wieder ordentlich Stunden reinhauen. Wieder 1,0. Hier haben wir wieder 10. Ja, lass doch 5, lass 20 raushauen diesmal. Wir wollen wirklich ein geiles Teil jetzt haben. Entwurfsfokus. Da machen wir wieder Rang. Da kann ich es besser einschätzen. Wir wollen auf jeden Fall das mit dem Luftstrom optimieren. Das ist ganz wichtig für uns. Motorkühlung, ja, auch wichtig, aber nicht ganz so wichtig. Lass uns schauen, dass wir irgendwo im Mittelfeld sind. 997, das sieht gut aus, finde ich. Oder 977 sieht noch besser aus. Das würde ich machen. Ingenieure, drei haben wir zur Verfügung. Herangehensweise wie immer intensiv, dann wird es teurer. Aber das wird uns künftig helfen bei den anderen Projekten, die wir haben, dass die besser gemacht werden können. So, anfertigen müssen wir jetzt was, und zwar das neue Chassis. Hier sehen wir, das Chassis ist eingebaut. Aber wir sehen, dass das andere Chassis deutlich besser ist. Oder zumindest ein bisschen besser ist. Und das müssen wir jetzt natürlich anfertigen. Die Herangehensweise ist schnell. Wir wollen das schnell fertig haben, und wir wollen ja gleich mal drei davon haben, dass wir noch einen Ersatz haben. Das kostet 337.000. Das werden wir auch sofort machen. Und ansonsten glaube ich, sieht das Ganze jetzt sehr, sehr gut aus. Und ich bin wahnsinnig glücklich, dass wir hier einen neuen Fahrer am Start haben. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf, mit dem zu fahren. Ich werde jetzt die Ziele noch eingeben hier. Da wird wie immer wahrscheinlich nichts dabei sein. Dann werde ich das Training fahren, oder besser gesagt die Trainings, und versuchen, ein bestmögliches Autosetup herzustellen, ein bestmögliches Vertrauen. Und danach sehen wir uns wieder, wenn es zum Qualifying geht. Oscar Piastri konnte zu Hause im Albert Park in Australien sein erstes Rennen für uns bestreiten, beziehungsweise wird gleich sein erstes Rennen für uns bestreiten und sein Qualifying. Aber im Training war er jetzt schon dreimal im Einsatz, und ich muss sagen, Hut ab vor Piastri. Im ersten Training ist er Sechster geworden, Albon Fünfter. Piastri also nur ein Müh langsamer als unser Captain eigentlich, Albon, unsere Nummer 1. Im zweiten Training war Piastri schneller als Albon. Und im dritten Training war Piastri ebenfalls schneller als Albon. Und ich habe beide gleich behandelt. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit Latifi, der im Training immer schlechter war als Albon, und zwar immer deutlich, teilweise um 5, 6, 7 Zehntel, können wir damit schon sehr, sehr zufrieden sein. Ich bin super gespannt, was jetzt im Qualifying auf uns wartet. Schauen wir uns den Abschlussbericht des Trainings nochmal an.
Übersicht der Reifenmischung. Ich muss sagen, die gelben Reifen haben bei uns sehr, sehr gut funktioniert. Also nur minimal schwächer als die roten. Die halten dafür natürlich deutlich länger. Also ich werde definitiv die gelben einsetzen. Die Frage ist, kann man gelb-weiß durchfahren? Kann man gelb-rot-rot fahren? Das müssen wir sehen, wie das dann letztendlich im Rennen aussieht. Aber Oscar Piastri ist hier zu Hause in Australien auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut gefahren. Die beste Trainingsrundenzeit war eine 1:20.60. Bei unserem Alex Albon war es eine 1:20.8. Also das sind schon 2 Zehntel, mehr als 2 Zehntel Unterschied. Also Wahnsinn. Wenn Piastri so auch im Rennen fährt, dann kann uns hier einiges erwarten. Richtig gut haben wir das Autosetup bei beiden eingestellt. 95 bei Piastri, 99 bei Albon. Also damit können wir auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden sein. Ja, mit welcher Reifenmischung fahren wir jetzt? Natürlich werden wir mit den roten fahren. Wir haben hier noch natürlich die vier unten und dann hier oben eins frei. Ich hoffe, dass das bei Albon gleich aussieht. Müsste eigentlich. Hier sehen wir, dass wir das wirklich sehr, sehr gut eingestellt haben. Eine Runde, das passt. Schauen wir mal bei Albon. Da müsste es eigentlich ähnlich sein. Genau die gleiche Reifenverteilung. Also wir haben die beiden, wie gesagt, absolut gleich behandelt. So, was man natürlich schon sagen muss, bei Albon ist ein Teil, glaube ich, eingebaut. Das ist die Aufhängung, die ein bisschen besser ist als bei Piastri. Also umso komischer, dass Piastri tatsächlich schneller fährt. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja der Heimbonus. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Qualifying. Und wir werden da natürlich wie gewohnt direkt rausfahren. Ich würde sagen, Piastri darf den Anfang machen, weil er hier zu Hause ist. Soll gleich die erste schnelle Runde raushauen und mit ein bisschen Abstand schicken wir dann auch gleich Alex Albon raus. So. Ich bin gespannt, was geht. Also die Trainings liefen gut, aber das war ja bei den ersten beiden Grand Prix auch so. Die Konkurrenz lässt sich einfach noch nicht in die Karten schauen beim Training. Und dementsprechend wenig darf man diesem Ganzen beimessen. Wir spulen vor, bis es zur schnellsten Runde geht, bis zur schnellen Runde. Piastri ist jetzt in der letzten Kurve. Da schalten wir jetzt natürlich rein. Das ist keine gute Kamera. Lass uns doch die nehmen. Piastri geht rein in seine erste schnelle Runde. Und wir hoffen jetzt natürlich, dass da keiner aus der Box rauskommt. Hier wäre gerade einer gekommen. Da sind wir gerade noch vorbeigekommen. Also für ihn läuft es gut. Allerdings für Albon könnte es schwierig werden. Da könnte gleich hier vorne jemand im Weg stehen. Wir werden es sehen. Auf der Karte zumindest sehen wir einen roten Punkt. Das ist Ferrari. In Kurve 14 hat sich gerade jemand gedreht. Das dürfte hier sein. Also das ist weit weg. Das wird uns ebenfalls nicht negativ beeinflussen. So, Piastri fährt sehr gut. Und Albon wird jetzt auflaufen auf den Ferrari. Den sehen wir da vorne schon um die Kurve huschen. Ich hoffe, dass der Ferrari sich gleich aus dem Staub macht, wenn Albon kommt. Da vorne sehen wir ihn. Denn ich habe keinen Bock, dass wir diese Runde gleich wegschmeißen können. Komm schon. Ja, gut, der hat den ganz klar abgebremst. Damit, ihr kennt das, wird sofort Albon in die Box geholt. Denn der wird auf gar keinen Fall jetzt eine schnelle Runde hinlegen können. Zumindest keine, die reicht, um in die ersten 15 zu kommen. Und Platz 15 brauchen wir ja, um nicht in Q3 eliminiert zu werden, in Q1. Also Piastri, der hat auf jeden Fall eine gute Runde hingelegt. Da bin ich mir sicher, das ist eine gute Zeit. Ich hoffe sehr, dass wir das jetzt auch gleich sehen können. Klar, er wird die Bestzeit haben. Die Frage ist, wie stark sind die anderen, die nach ihm kommen? 1:20.742 lautet seine Zeit. Wer ist der Nächste, der über die Linie fährt? Wichtig ist, dass er jetzt reinfährt. Das tut er. Schauen wir mal, wer der Nächste sein könnte. Ja, Russell war der Nächste. Der ist eine Sekunde schneller gewesen. Jetzt kommt Gasly. Da sehen wir die Zeit noch nicht, aber jetzt konfigurieren wir erstmal unserem Albon das Auto. Also ich würde sagen, wir schicken ihn nochmal mit den gleichen Reifen raus. Einen Versuch mit diesen Reifen sollte er schon noch haben. Hoffen wir mal, dass er diesmal einfach freie Bahn bekommt. So, Piastri kommt natürlich rein. Das heißt, wir können hier jetzt wieder ein bisschen vorspulen. Wir schauen natürlich derweil links auf die Zeiten. Oh, wir müssen Elbow natürlich noch losschicken. Meine Güte, das haben wir jetzt nicht gut gemacht. Das haben wir jetzt richtig verpennt. Haben wir vergessen, auf Losschicken zu klicken. Also, Piastri ist eine Sekunde langsamer
als Russell und hat auch einen ordentlichen Rückstand auf Ocon und Gasly. So, Albon ist jetzt draußen. Vor ihm Hamilton und Magnussen, das dürfte kein Problem werden. Jetzt konfigurieren wir Piastri neu. Der darf jetzt schon mit den neuen Reifen fahren. Ansonsten bleibt natürlich alles beim Alten. Rausschicken müssen wir ihn aber natürlich auch noch. Das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Losschicken. So, haben wir. Jetzt beobachten wir natürlich gleich Albon, wenn der soweit ist. Der dürfte eigentlich nicht aufgehalten werden. Also das sehe ich jetzt eigentlich gute Chancen, dass das eine schöne freie Runde wird, wenn da nicht noch einer dumm aus der Box rausfährt. So, auf geht's, Alex. Sieht nicht so aus, als würde da einer aus der Box fahren. Tsunoda könnte vorne irgendwann langsam werden. Aber Hamilton vor uns sollte eigentlich eine ordentliche Runde hinlegen. So, Ricciardo war auch schneller. Tsunoda war schneller als natürlich Albon. Nein, Piastri haben wir hier. Piastri ist schneller als Ricciardo und Tsunoda. Also, das ist gut. Piastri, glaube ich, hat eine richtig geile Runde hingelegt. Jetzt müssen wir mal schauen, ob Albon dazu in der Lage ist, ebenfalls eine gute Runde hinzulegen. Wir vergleichen dann nachher mit einem Auge natürlich die neuen Zeiten, die neuen Sektorzeiten von Piastri, aber jetzt machen wir das noch nicht. Jetzt schauen wir uns erstmal ihn an. Da ist jetzt Tsunoda im Weg, wie ich es gesagt habe. Ja, der wird ihn gerade wieder gebremst haben, ne? Ja, wir holen ihn wieder rein. Wir holen den Albon wieder rein. Wir haben ja noch genug Zeit. Und jetzt kriegt er die neuen roten und dann hoffe ich, dass wir mal Freibahn bekommen. Wie sieht es aus mit Piastri? Der ist noch nicht auf seiner schnellen Runde. Oder ist er auf seiner schnellen Runde? Ah ja, klar ist er. Jetzt kommt er zum ersten Sektor. Und da werden wir gleich sehen. Ist es ein grüner Sektor? Sehr gut. Also so 2/3 Zehntel sollte Piastri noch zulegen können. Schauen wir mal, wie es im zweiten Sektor wird. Magnussen ist 4 Zehntel schneller. Mit dem müssen wir uns eigentlich irgendwann messen. Aber das werden wir nicht ganz hinkriegen. Zweiter Sektor auch grün. Also Piastri scheint wirklich noch eine bessere Runde hinzulegen als zuvor. Da vorne ist ein Auto. Eieiei, der wird uns gleich bremsen. Das darf doch nicht wahr sein. Zwei grüne Sektoren und dann das. Können wir auch gleich reinholen. Meine Güte, ist das bitter. So. Albon, der hat noch überhaupt keine Runde hingelegt. Jetzt wird es langsam Zeit, dass der auch was hinlegt. Wir schicken ihn raus. Bitter, dass wir hier vom Alfa Romeo so ausgebremst wurden. Der war auf einer super Zeit, der Piastri. So, Albon fährt raus, Piastri fährt rein. Super ärgerlich gewesen natürlich. So, Piastri ist drin. Kriegt. Ja, der kriegt jetzt nochmal neue rote Reifen, klar. Und dann versuchen wir es einfach direkt nochmal. Da muss man natürlich schon ordentlich Glück haben. Und klar, man kann natürlich eingreifen und es nicht automatisch laufen lassen. Das würde vielleicht Sinn ergeben, wenn man sieht, okay, hinter einem kommt jemand, jetzt müssen wir doch schon ein bisschen früher Gas geben als die Automatik das tun würde. Aber ich finde trotzdem, dass wir das eigentlich ganz, ganz gut machen hier. Und dass es nicht nötig ist, die manuelle Kontrolle zu übernehmen. Da bin ich weiterhin der Meinung, dass das einfach nicht nötig ist. Jetzt spulen wir vor, bis wir in der letzten Kurve sind, im letzten Sektor. So, mit Albon sind wir da jetzt. Jetzt schauen wir uns mal mit der Kamera an. Albon muss jetzt Gas geben. Wir wollen jetzt gute Zeiten sehen. Du musst endlich eine gute Zeit hinlegen oder überhaupt eine Zeit hinlegen. Wir haben ja noch überhaupt keine hingelegt. Ähnlich wie übrigens die beiden Red Bull, die sind noch überhaupt nicht rausgefahren. Wir haben es wenigstens schon zweimal versucht, wurden zweimal leider ausgebremst. Aber jetzt darf wirklich nichts mehr schief gehen. Wir haben die komplette Geraden, freie Bahn, bis der erste McLaren kommt. Und da sehe ich jetzt echt gute Chancen, dass das eine gute Runde wird für Alex Albon. Unsere eigentliche Nummer 1, aber wenn Piastri so weiterfährt, wie er das im Training gemacht hat und jetzt hier im Qualifying, dann weiß ich nicht. Dann haben wir vielleicht hier einen richtig offenen Kampf zwischen zwei gleichwertigen Fahrern. Also der erste Sektor bei Albon ist leider gelb. Und Piastri beginnt jetzt seine schnelle Runde. Wir bleiben aber bei Albon, denn von ihm haben wir hier noch nichts gesehen. Zweiter Sektor, die Zwischenzeit kommt gleich.
Die muss jetzt eigentlich grün werden. Die ist grün. So, und jetzt die dritte. Haben wir freie Bahn? Es sieht so aus, als hätten wir komplett freie Bahn bis zur Ziellinie. Der da vorne wird uns hoffentlich nicht mehr bremsen. Oder wird uns der noch im Weg stehen? Das ist der McLaren, von dem ich gesprochen habe. Der muss doch jetzt eigentlich auch Gas geben für seine schnelle Runde. Oder er fährt in die Box, dann wäre es uns auch egal. Jawohl, also Albon wird nicht gebremst. Jawohl, der fährt in die Box. Also Albon hat wirklich freie Bahn gehabt. Diese Zeit können wir jetzt ernst nehmen, die jetzt hier kommt. Und da muss man jetzt schauen, wo der vorspringt. Da muss auf jeden Fall Vettel und Bottas überholen. Er überholt auch Ricciardo und Tsunoda. Ganz stark Alex Albon. Nur minimal langsamer als Piastri. Und jetzt kommt er natürlich rein. Und wir schalten zu Piastri. Kann er sich nochmal verbessern? Der ist auch schon im letzten Sektor. Der erste Sektor war gelb, der zweite Sektor war grün. Kann sich Piastri nochmal verbessern? Ja, es ist natürlich schon eine halbe Sekunde Abstand auf Magnussen, der Mann vor ihm. Aber vielleicht reicht es ja, sich zu verbessern um vielleicht ein oder zwei Zehntel, falls die anderen nachher nochmal schneller fahren. Piastri, 1,924 Rückstand hat er aktuell. Der dritte Sektor war gelb und damit verbessert er sich nicht. Schade. Beide kommen jetzt rein. Hier sehen wir Albon, hier sehen wir Piastri. Die Box ist hier, also es dauert noch ein Stück, deswegen spulen wir vor. Und beide können auf jeden Fall nochmal eine schnelle Runde hinlegen, das ist ganz klar. Die Frage ist, wollen wir einen vielleicht rausschicken? Mit zwei schnellen Runden in Folge. Das müssen wir jetzt mal ganz kurz ausrechnen. Die erste Runde, sagen wir mal 2 Minuten ab jetzt. Dann wären noch 2,45 übrig. Dann fährt er eine schnelle. Ja, und dann ist eigentlich nichts mehr übrig. Also mit Cooldown-Runde dazwischen funktioniert es nicht. Wir könnten es mit Albon versuchen, aber das ist eigentlich Quatsch. Nee, wir machen es weiterhin mit einer Runde. Weil die Cooldown-Runde dazwischen funktioniert nicht und ohne Cooldown-Runde macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, da 2 Runden zu fahren. Er kriegt nochmal neue rote Reifen, der Albon. Und das gleiche werden wir mit Piastri wahrscheinlich machen. Die müssen beide nochmal eine Chance bekommen, denn Bottas wird sich verbessern. Davon können wir auf jeden Fall ausgehen. Also, Albon wäre jetzt soweit, schon rausgeschickt zu werden. Aber es ist meiner Meinung nach etwas zu früh. Denn wir wollen natürlich nicht riskieren, dass wir am Ende die schnelle Runde dann haben, wenn die anderen ihre Aufwärmrunde machen. Und ich glaube, das würde passieren, wenn man ihn jetzt rausschicken würde. Deswegen warten wir mit beiden natürlich. Auch Piastri. Vielleicht schicken wir einen raus, bevor die anderen rausfahren und den anderen danach. Aber die Frage ist, können wir das genauso gut timen, wie wir das wollen? So, das ist jetzt die letzte Chance. Nochmal ein frischer Reifen für ihn. Dann haben wir nur noch einen roten fürs Rennen. Sollen wir das machen oder sollen wir ihn einem geben? Ich glaube, wir geben ihm den Reifen. Mit dem ist er bloß eine Einführungsrunde gefahren. Ja, wir wollen schon noch 2 rote Reifen haben. Wir wissen ja noch nicht, welche Strategie wir brauchen. Wäre bitter, wenn uns im Rennen dann der Reifen fehlt. Also machen wir es so. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. So, also wir brauchen für die eine Runde ungefähr 2 Minuten. Also 2 Minuten vorher, wenn wir ihn rausschicken, schaffen wir es. Wir können es natürlich deutlich vorher machen. Aber dann ist die Gefahr, dass die KI uns dazwischen funkt. Und dass die uns dann im Weg stehen. Das wollen wir natürlich nicht. 3 Minuten. Der fährt rein. Ich würde sagen, Piastri, du fährst jetzt raus. Damit könnten wir vor allen anderen sein. Und ich glaube, es ist genug Zeitabstand, damit uns dann am Ende keiner im Weg steht. Jetzt fahren die anderen auch raus. Ocon ist der Erste. Das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren, was wir hier vorhaben. Jetzt lassen wir alle anderen rausfahren und dann fahren wir noch mit Albon. Dann haben wir auf jeden Fall mit Piastri und mit Albon freie Bahn bei unserer schnellen Runde. So, wer ist der Letzte, der rausfährt? Also bis 2 Minuten können wir auf jeden Fall warten. Das schaffen wir locker. Verstappen hat eine Bestzeit von 1,18, also wir können auch 1,40 vorher rausfahren. Ich glaube, selbst das wird reichen, aber sicherheitshalber sage ich mal 1,50 soll es sein. So, jetzt fährt Vettel noch raus. Wir lassen da einen schönen Abstand. Die anderen fahren nicht raus. Doch, Joe fährt auch noch raus. Bottas fährt noch raus.
Ja, die kommen schon alle noch. Schumacher, Magnussen. So, jetzt ist nur noch Albon drin und den schicken wir jetzt auch raus. Und damit haben wir mit Piastri und mit Albon auf jeden Fall Freibahn. Ich glaube, das haben wir gut getimt. Und jetzt kommt das ganz große Finale hier in Q1. Schaffen wir es mit Piastri und Albon in Q2? Aktuell sieht es danach aus, aber ich lasse mich davon nicht täuschen, denn Bottas hat definitiv keine freie Bahn gehabt und auch Vettel ja, der über eine Sekunde Rückstand auf uns, das kann eigentlich nicht sein. Wir hoffen natürlich, dass die jetzt teilweise auch blockiert werden. Aber falls dem nicht so ist, hoffen wir natürlich, dass wir jetzt nochmal einen drauflegen. Also, Piastri ist ganz klar der Erste, der auf die Strecke jetzt geht. Dem schauen wir natürlich jetzt auch zu. So, rein geht's. Auf Start und Ziel. Wie sehen die Sektoren aus? Davor war es eine. Na gut, das kann man nicht ernst nehmen. 37.098 kann man nicht ernst nehmen. Das war natürlich die In-Lap in die Box dann. Wir haben jetzt den besten Grip, den es gibt. So gut war der Grip noch nie im ganzen Trainingswochenende. Das ist natürlich immer so. Der Grip wird immer besser. Wir sehen auch, Grip auf der Strecke ist hoch. Aber trotzdem eine 27.102. Also kein neuer bester Sektor für ihn persönlich. Wie sieht es aus mit dem zweiten Sektor? Da kommt die Zwischenzeit auch gleich. Kann sich Piastri hier vor heimischem Publikum nochmal verbessern? Ich bin bis jetzt echt begeistert von ihm. Aber auch der zweite Sektor ist gelb. 20.075. Und damit wird es wahrscheinlich für Piastri keine neue schnelle Runde. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer gewinnt das teaminterne Duell? Kann Albon noch vorbeiziehen an Piastri? Wir merken uns mal die Zeit 27.102 im ersten Sektor. Er hat sich nicht verbessern können. So, jetzt konzentrieren wir uns natürlich auf Albon. Der kommt gleich zur ersten Sektorzeit. 27.102 hatte Piastri. Wir haben 27.120. Sind also ein bisschen langsamer, 200stel fast. Oder anders ausgedrückt, ich glaube 18.000stel. Ich weiß es nicht genau, wie man das ausdrückt, aber ich glaube 18.000stel sind es. Aber trotzdem ist es für ihn ein grüner Sektor. Und der zweite Sektor ist auch grün. Also Albon ist drauf und dran, sich noch einmal zu verbessern. Und klar, er hat jetzt den allerbesten Grip, denn vor ihm sind 19 Autos unterwegs. Da bin ich jetzt richtig gespannt. Er wird die letzte Zeit auf den Parcours legen. Piastri wäre Stand jetzt ausgestiegen. Albon ebenso kann. Oh nein, die sind ja alle nochmal verrückt schnell unterwegs. Albon muss sich nochmal verbessern, um nicht als 19. zu starten. Kann er noch an Piastri vorbeiziehen, an seinem Teamkollegen? Wer gewinnt das teaminterne Duell? Piastri oder Albon? Es ist Piastri. Albon hat sich ganz knapp verbessert, aber er bleibt auf P19. Piastri startet auf P17. Also, Piastri schlägt Vettel und Albon schlägt Stroll. So müssen wir das sehen. Ein Blick auf Q1. Das bringt uns nicht viel. Wir wollen natürlich die Startaufstellung sehen. Zeit für letzte Handgriffe. Die kommt jetzt. Beziehungsweise kommt sie nicht. Wir stellen jetzt hier erstmal die Strategie ein. Heißt also Vertrauen, da werden wir nichts verändern beim Autosetup natürlich. Die Fahreroptionen stellen wir wie immer nach oben beim Start, das ist ganz klar. Beziehungsweise, wir könnten jetzt natürlich mal was anderes probieren. Also das Wetter, ja, bewölkt, aber es heißt jetzt nicht Regen. Also wir können doch jetzt mal was Riskanteres probieren. Albon ist überraschenderweise der schwächere Fahrer gewesen. Ich würde sagen, wir wählen jetzt mal eine Strategie, bei der wir am Anfang tatsächlich ein bisschen locker machen und einfach nur mitfahren hinten. Nein, das macht keinen Sinn, Leute. Das macht keinen Sinn. Wir können ja nicht hinter den Aston Martins hinterherfahren. Das bringt uns gar nichts. Wir müssen aggressiv starten. Wir müssen aggressiv starten und an beiden Aston Martins vorbeifahren. Alles andere macht keinen Sinn. Aber wir können natürlich nicht mit Rot durchfahren. Das heißt, wir könnten Gelb-Weiß fahren. Da steht geschätzte Rennzeit 1:20:06.
Das andere wäre, das wäre gleich, ja klar, andersrum. Also Piastri startet vorne, dann machen wir den auf jeden Fall mit den gelben zuerst. Und dann könnten wir bei Albon natürlich die weißen zuerst machen. Das wäre jetzt meine erste Wahl, dass wir gelb-weiß bei Piastri fahren, weil der weiter vorne startet und weiß-gelb bei Albon. Wir könnten aber natürlich einen auch auf zwei Stops setzen. Und natürlich spekulieren mit dem Safety Car und so weiter. Das ist die Frage, ob wir das mit Albon machen könnten, dass wir da vielleicht rot-rot-gelb fahren. Oder wir machen das mit Piastri. Ja, lass uns da ein bisschen switchen. Lass uns ihn die Strategie nehmen. Und Piastri, da riskieren wir was. Da fahren wir jetzt rot-rot-gelb. Das müsste eigentlich funktionieren, oder? Das müsste eigentlich funktionieren. Oh nee, das wird eng. Wird auf jeden Fall reifentechnisch eng. Das müsste dann sogar hart sein. Rot, rot, hart. Ja, das rentiert sich doch nicht. Das muss dann, wenn schon, gelb sein. Also rot, rot, hart fahre ich nicht. Wenn dann rot, rot, gelb. Können wir das noch ein bisschen strecken? Ja, wir probieren es jetzt. Wir spekulieren mit Piastri einfach auf den Safety Car. Wir müssen was riskieren. Mit einem Fahrer müssen wir riskieren. Jetzt habe ich es nicht gespeichert. Aber mit einem Fahrer müssen wir riskieren, ansonsten haben wir ja gar nichts zu melden. Ich stelle das jetzt alles ein und dann sehen wir uns bei Rennstart. Da ist der Williams. Mit einem Rennstart auf der zweiten Hälfte der Aufstellung liegen viele Autos auf dem Weg zum Podium. Und dann haben wir Alex Albon. Aus der hinteren Hälfte des Feldes wird es ein hartes Stück Arbeit, einen Podiumsplatz zu erreichen. Die Teams sind startklar. Seien Sie so, bereit rein für geht's den ins großen Rennen. Wir Preis fahren von super Australien. aggressiv mit beiden. Unser Ziel muss klar sein. Vorbei an den beiden Aston Das Martins und Startsignal dann erlischt. ranhängen Los geht's. ans DRS von Tsunoda und Schumacher. Ist das drin für uns? Ist das möglich? Wir sehen hier Alex Albon auf der 19. Piastri verliert direkt mal den Platz. Aber er holt ihn sich zurück. So, und jetzt muss Albon sofort hinterherziehen. Der muss sofort an Vettel vorbei. Das sieht gut aus. Da kommen wir vorbei. Und Piastri zieht sogar an Tsunoda vorbei und er nimmt direkt Albon mit. Unfassbar. Das ist ja exakt das, was wir wollten. Sogar noch einen mehr haben wir kassiert. Oh, jetzt wird aber er wieder nach außen gedrängt. Komm schon, Albon. Bleib vorne, bleib vorne. Bleib dran an deinem Bruder, wollte ich schon sagen. An deinem Teamkollegen Das war Piastri. ein Überholmanöver Das sieht von super aus. Das Williams. schauen wir uns direkt nochmal an. Sehen wir es uns Piastri an. überholt Tsunoda. Jetzt sehen wir hier den Schaut euch das an. Williams. Die beiden Aston Martins hier die beiden Williams. Wir drängen die nach außen und überholen gleichzeitig noch Tsunoda, der hier super langsam war. So, wir greifen jetzt taktisch gesehen sofort ein. Wir greifen jetzt sofort ein. Wir müssen einfach mit Schumacher hinten im DRS mitfahren. Das heißt, wir stellen jetzt mal alles auf Durchschnitt bei beiden Fahrern und schauen mal, wie sich das entwickelt. Sollten wir überholt werden von Tsunoda, ist das überhaupt kein Problem. Das muss man ganz klar sagen. Das wäre überhaupt kein Problem. So, die Kamera gefällt mir nicht. Ich würde sagen, wir nehmen die Kamera von Tsunoda, weil dann sehen wir nämlich unsere beiden Fahrer vorne. Wichtig ist, dass wir an Mick Schumacher dranbleiben. Wir schauen uns jetzt natürlich parallel mal die Reifen der anderen an. Schumacher hat die harten. Okay, Moment, Moment, Moment. Wir müssen sofort was ändern. Schumacher hat die harten. Der wird mit Ricciardo, glaube ich, nicht Schritt halten können. Das heißt, wir müssen eigentlich an Schumacher auch direkt vorbei. Und jetzt kommt gleich die Start- und Zielgeraden. Ich würde sagen, Piastri ist der Erste. Der versucht jetzt bei Startziel an Schumacher vorbeizuziehen. Dann hängen wir uns an Ricciardo dran, weil Piastri hat ja die Roten. Der muss an Schumacher vorbei, so schnell wie möglich. Sonst macht er seine roten Reifen kaputt und verliert Zeit. Das wäre total dämlich. Ohne DRS, aber ich hoffe, mit ERS und dem vollen Einsatz, den wir haben, kommen wir hier vorbei. Kann das funktionieren? Da vorne ist Schumacher. Komm schon.
Das DRS fehlt halt schon. Es kommt ja gleich noch eine Gerade. Vielleicht schaffen wir es dort. Oh, er versucht es doch schon in der ersten Kurve. Sehr stark, Piastri. Brutal stark, Piastri schafft es tatsächlich, den Schumacher wegzudrängen. Und jetzt wird natürlich sofort wieder runtergeschaltet auf Standard. Und jetzt müssen wir einfach am Ricciardo dranbleiben. Ich glaube, das macht Sinn. Denn Ricciardo hat die gelben und dem können wir mitfahren. Eine neue Position gut gemacht. Mit dem können wir, glaube ich, mitfahren. Das funktioniert. So, was machen wir jetzt mit Albon? Der hängt jetzt natürlich auch am Schumacher. Eigentlich muss der auch vorbeifahren. Aber ich glaube, bei ihm machen wir es erst, wenn es DRS freigegeben ist. Das ist ja direkt am Ende dieser Runde. Immer noch zwei Runden, also vor Beginn der dritten oder bei Beginn der dritten Runde wird das DRS dann freigeschaltet. Und dann werden wir das mit Albon versuchen. Ganz klar. Tsunoda hinter uns. Also wäre gut, wenn wir den jetzt hinter uns halten könnten bis zum Startziel. Weil dann möchte ich gerne den Schumacher überholen. So, wir schalten jetzt hoch. Nicht, dass uns der Tsunoda davor zuvorkommt. Wie sieht es bei Piastri aus? Der bleibt dran an Ricciardo, glaube ich. Das glaubt, das funktioniert, dass der da dran bleiben kann. Der wird sich schwer tun, aber mit den roten Reifen müsste das eigentlich packen. So, Albon. Geht da was? Ja, er ist auf jeden Fall weiter weg als der Piastri vorher. Der wird es vielleicht erst im zweiten Bereich schaffen, aber da müsste er dann eigentlich schon DRS haben. Schauen wir mal, ob das aktiviert wird. Ja, hat er noch nicht, komischerweise. Ich dachte, das gilt hier schon. Aber vielleicht dann erst die nächste Runde. Dann müssen wir natürlich uns umso mehr jetzt um Piastri kümmern, dass der da reinfährt. Ins DRS-Fenster, sonst haben wir ein Problem. So, wir geben auf jeden Fall Vollgas mit Albon. Wir wollen den Schumacher überholen. So schnell wie möglich. Und mit Piastri geben wir ebenfalls Vollgas, weil wir ins DRS-Fenster vom Ricciardo wollen. So, Albon ist eigentlich dran. Kommt er da jetzt vorbei? Er müsste jetzt links rüberziehen, macht er nicht. Ja, vielleicht wird es erst Startziel funktionieren. Ja, wir haben es DRS nicht bekommen, aber Albon hat DRS. Vielleicht kommt er hier jetzt vorbei. Also es macht jetzt schon viel mehr Sinn und Spaß, mit diesen beiden Fahrern zu fahren. Also mit Piastri statt mit Latifi. Denn wir haben jetzt zwei Fahrer, die Rennen fahren können. Muss man mal ganz deutlich sagen. Aber es scheint, als würde Piastri... Oh, war der da im Fenster? Hoffentlich war er im Fenster. Kriegt er DRS? Scheinbar nicht. Nein, er kriegt kein DRS. Albon hat aber DRS. Ja, Piastri tut sich schwer, da ins Fenster von Ricciardo reinzukommen. Das sehen wir. Und Albon kommt einfach nicht an Schumacher vorbei. Das ist bitter. Das kostet unglaublich viel, was wir hier alles einstellen. Aber jetzt kommt er vorbei, oder? Er hat doch wieder DRS. Jetzt zieht er vorbei. Bleib links, die Linkskurve kommt. Bleib links, komm, zieh vorbei. Das muss eigentlich gereicht haben, oder? Sind die beiden blauen vorne? Oh, der Schumacher hat jetzt die Innenbahn, aber wir sind, glaube ich, vorbei. Das sieht super aus, jawohl. So, und jetzt muss natürlich Piastri bei Ricciardo mitfahren und Albon bei Piastri. Und dann können wir zu zweit nach vorne fahren. Und man muss dabei natürlich ganz klar sagen, Piastri ist jetzt eher so der Helfer von Albon. Albon ist schon der Captain. Denn der hat ja einen Stop weniger und wenn die ungefähr zeitgleich sind und er muss aber zweimal in die Box, dann ist natürlich Albon am Ende deutlich vorne. So, wir sind mit Piastri ganz knapp im Fenster, aber nur ganz, ganz knapp. Das ist natürlich schon ein Problem. Ich hoffe, dass das reicht, dass wir da reinkommen. 0,8 Rückstand. Komm schon, Piastri, du musst jetzt da dranbleiben. Sonst haben wir ein ganz großes Problem. Ach, es wird richtig eng. Komm schon. Er hat das DRS. Er hat das DRS gerade. Aber es wird für Startziel wieder richtig eng. Die sind alle noch super nah beieinander. Oh, in Sektor 3 ist was passiert. Vielleicht hat es da jemand weggedreht. Dann müssen wir den gleich sehen. Aber wir sehen hier niemanden. Doch, hier ist jemand. Es ist ein Red Bull. Es ist Verstappen. Unfassbar. Und der kann natürlich nicht zurück auf die Strecke. Weil da die ganzen Autos vorbeifahren. Also da kann man natürlich nicht einfach dann auf die Strecke drauf fahren. So,
Wir haben beide im DRS-Fenster, auch wenn Albon sich ein bisschen schwer tut, dran zu bleiben. Aber das sieht soweit gut aus. Schumacher hinter uns. Das ist uns jetzt erstmal egal. Wichtig ist, dass bei Piastri und bei Albon nie über einer Sekunde steht. Und bei Albon haben wir jetzt die Sekunde leider erreicht. Das heißt, wir müssen wieder schauen, dass wir rankommen. Komm schon. Komm schon, Albon. Du musst da ran jetzt. Du musst jetzt da ran. Wir brauchen das DS. Ja, 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 er ist dran, er ist dran. Piastri verliert es auch fast. Also das ist bei beiden super eng. Und wir müssen super viele Ressourcen bei beiden ausgeben. Und ich glaube, dass sich das am Ende auszahlen wird. Und wir müssen es auch einfach riskieren. Das hilft ja nichts. Yeah, okay. Increase lifting coast. Yep, copy. So, das sieht soweit ganz gut aus. Und schaut euch mal an, wie weit wir zum Beispiel Stroll schon abgehängt haben. Der ist 4,5 Sekunden hinter Vettel. Oh, Albon. Hoffentlich hast du jetzt das DRS nicht verloren. Hat das jetzt verloren? Ich glaube, er hat es verloren, ne? Oh, das wäre nicht gut. Oh, aber Schumacher zieht vorbei. Okay, das ist in Ordnung. Dann müssen wir halt mit dem Schumacher mitfahren. Hilft nichts. Tsunoda ist jetzt neben uns, wenn ich das richtig sehe. Ja, der wollte uns überholen. Und dadurch haben wir natürlich jetzt auch die Zeit auf den Schumacher verloren. Da sehen wir nochmal das Überholmanöver von Schumacher. Okay, aufgepasst. Da ist Schumacher. Das ist super eng alles. Schaut euch das an und die Williams sind mitten dabei. Ja, da hat uns dann Tsunoda auch noch angegriffen. Unfassbar. Und wir haben super viel Zeit verloren bei diesem Überholmanöver, weil wir ein bisschen Kampflinie gefahren sind. Das ist natürlich nicht gut. So, Albon müsste eigentlich mit Schumacher mitfahren, aber hat da jetzt die Zeit verloren. Ich hoffe jetzt mal, dass Tsunoda uns überholt. Weil dann können wir nämlich mit Tsunoda am Ende mitfahren. Das ist jetzt die Strategie, die ich jetzt anpeile. Wir müssen wieder mit irgendjemandem nach vorne fahren, denn Piastri und Schumacher werden wir nicht mehr einholen. Mit alleiniger Kraft. Das wird nicht mehr machbar sein. Aber was gut funktioniert, ist Piastri. Das Problem ist nur, dass der zweimal stoppen muss. Und dass der eigentlich, ja, die anderen natürlich dadurch niemals überholen wird. So, wo ist Tsunoda? Fährt der dann jetzt vorbei? Ich hoffe doch. Verstappen ist natürlich dann auch noch jemand, der uns DRS geben wird, denn der wird uns natürlich früher oder später auch überholen. So, mit Tsunoda sollten wir jetzt aber mitfahren können. Piastri macht das wirklich ganz ausgezeichnet. Der bleibt da problemlos mit dabei in diesem Zug hier. Das Ding ist aber halt, die fahren mit Medium und Hard. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die nur einmal stoppen, ist riesig. Uns würde so oder so ein Safety Car gut tun, also ganz klar. So, Tsunoda haben wir jetzt wieder geholt, oder was? Das war ein Überholmanöver von Williams. Das hätte er nicht tun sollen. Schade, dass man das den Fahrern nicht sagen kann. Bitte nicht überholen. Jetzt fahren wir hier wieder sinnlos vor Tsunoda her. Das bringt uns nicht viel, leider. Piastri, schau dir den an. Können wir da vielleicht sogar angreifen? Wir haben ja die Reifen eigentlich, um anzugreifen. Vielleicht machen wir das jetzt mal. Jetzt sparen wir mal ein bisschen ERS bis Startziel. Und wenn wir dann Startziel sind, dann würde ich sagen, greifen wir mal mit Piastri die beiden McLaren an. Vielleicht können wir uns ja da ein bisschen durcharbeiten. Schaden kann es nicht, denn DRS kriegen wir ja trotzdem. So, jetzt würde ich sagen, greifen wir es mal an. Und das wollen wir jetzt natürlich sehen. Wir sind ein bisschen weit weg. Aber vielleicht ist es ja machbar. Gelbe Flagge irgendwo. Alpha Tauri hat sich um eine Position verbessert. Da sind wir zu weit weg wahrscheinlich. Sieht aus, als würden die Reifen blockieren. Oh, Magnussen hat blockierende Reifen. Könnte sein, dass wir den jetzt gleich überholen. Ja, also Piastri war deutlich zu weit weg. Der hat jetzt sogar richtig viel Zeit verloren. Wie ist das denn eigentlich jetzt passiert? Wie kann denn das jetzt passiert sein? Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ich habe nur gesehen, dass er weit rüber gefahren ist. Der hat jetzt 1,7 Sekunden verloren auf die beiden McLaren. Das ist natürlich Mist jetzt. Ganz großer Mist.
Da kommen wir nicht mehr ran mit eigener Kraft. Das heißt, wir müssen Schumacher vorbeilassen. Copy. Okay, back off. Copy. So, Albon hat jetzt Verstappen vor sich, Magnussen hinter sich. Ah, wahrscheinlich haben wir durch Magnussen, durch den Magnussen-Fehler haben wir wahrscheinlich irgendwie den Anschluss verloren. Ja, der Magnussen ist jetzt hinter Albon. Darauf werden wir jetzt wahrscheinlich warten müssen. So, geht alles ein bisschen drunter und drüber, da wir auf zwei Autos aufpassen müssen. Das ist schon echt dann grenzwertig. Als wir Latifi noch hatten, konnten wir den eigentlich immer vernachlässigen. Das geht hier halt jetzt nicht. So, Schumacher soll jetzt bitte Piastri überholen. Ich denke, dass das jetzt passiert. Ja, so ist es. Und dann können wir mit ihm hoffentlich gleich ein bisschen mitfahren. Den dürfen wir jetzt nicht verlieren. Aber ich glaube, das tun wir auch nicht. Albon, der wird vorne wahrscheinlich nicht mit... Ja gut, der hat jetzt Vettel vor sich. Ja doch, die Lücke müssen wir natürlich schließen. Die Lücke müssen wir schließen zu Vettel. Piastri verliert jetzt Schumacher. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Eieieiei. Jetzt müssen wir wirklich schauen, dass wir das Rennen nicht ganz verlieren. Albon muss zu Vettel aufschließen und Piastri zu Schumacher. Sonst haben sie beide kein DRS mehr und dann kommt da hinten auch nicht mehr viel. So, Albon ist auf jeden Fall wieder drin. Auf dass der da mit den Einstellungen mithalten kann. Und Piastri muss da jetzt irgendwie reinkommen wieder. Das gibt's doch nicht. Komm schon, Piastri. Du musst doch da mit dem Schumacher mithalten können. Der hat harte Reifen. Ist der Haas denn so viel schneller als unser Auto? Das gibt's ja wohl nicht. So, also mit Vettel können wir mithalten. Da würde ich sagen, kann man sogar ein bisschen schonen. Piastri muss da jetzt rein in dieses Fenster. Komm schon. DRS haben wir doch jetzt, oder? Ja, da ist die Linie. Ich glaube, wir haben DRS bekommen. Yes. Das war Gold wert, Leute. Dieses grüne DRS-Zeichen war Gold wert. Albon, ich hoffe, der fährt nicht vorbei. Nee. Wir schonen ja hier ein bisschen. Das sollte funktionieren. Nicht vorbeifahren. Nicht vorbeifahren. Jetzt fährt er hier vorbei. Das ist dumm. Richtig dumm. Okay, so, Piastri soll auch nicht vorbeifahren. Wir können jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen schonen. Soeben hat Williams eine neue Position gut gemacht. Albon, das ist nicht gut. Du sollst nicht überholen. Also die Option fehlt mir in diesem Spiel, dass ich meinen Fahrern sage, bitte nicht überholen. Weil das ist natürlich manchmal schon echt nicht hilfreich. So, hier müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen schonen. Sieht es bei Albon aus? Wird der jetzt überholt oder ist der Vettel einfach zu lahm? Das gibt's ja wohl nicht. So, also bei Piastri läuft's gut. Aber der muss halt zweimal stoppen. Das ist ein großes Problem von uns natürlich. So, jetzt ist Vettel wieder vorbei. Sehr gut. We look at reducing the lip and cook. So, schön im DRS bleiben bitte, aber nicht gute überholen. Gute Taktik von Aston Martin. Sie haben einen Platz gut gemacht. Nicht überholen. Nicht überholen. Wer überholt den jetzt wieder oder was? Das gibt's doch nicht. Okay. Unfassbar, jetzt überholen wir den wieder. So, Piastri ist jetzt von Verstappen überholt worden. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist es möglich, dass Verstappen Mick Schumacher nach vorne zieht zu den McLaren und dass wir dann mit dem Mick Schumacher mitfahren? Das ist die große Frage, die ich jetzt habe. Ob das möglich ist. Aber dafür müssen wir natürlich jetzt irgendwie da dranbleiben können. Heads down, focus. So, Albon versucht weiterhin, sich von Vettel überholen zu lassen. Aber es gelingt aktuell einfach nicht. Und Piastri hat natürlich Mühe, mit Verstappen und Schumacher mitzufahren. Aber schöner Auftritt von Piastri, ich glaube, das können wir jetzt schon sagen. Der zeigt sich hier echt in einer guten Verfassung, finde ich. Hat sich jetzt schon gelohnt,
den Latifi zu feuern und den Piastri unter Vertrag zu nehmen. Denn wir haben endlich einen zweiten Fahrer, der wettbewerbsfähig ist. Und der hat jetzt hier, glaube ich, DRS bekommen, jawohl. Und das ist super, super, super viel wert, denn damit bleiben wir eine weitere Runde an den beiden Fahrern vorne dran. Und Schumacher überholt wieder Verstappen, also der traut sich was. So, wie sieht's bei Albon aus? Wir sind wieder hinter Vettel, das ist gut. Überhol ihn bitte diesmal nicht. Macht er nicht. Sehr gut. Jetzt können wir hier, glaube ich, neutral einstellen. Oh. Jetzt ist Magnus an uns auch vorbei. Ja, okay, das ist in Ordnung. Jetzt haben wir den Anschluss verloren, weil uns der so dumm überholt hat, oder was? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Push hard. Happy to push hard. Yep, copy. So, Piastri, bloß nicht den Anschluss verlieren. Wir haben jetzt überall Mittelmaß eingestellt, die mittleren Einstellungen bei beiden. Aber ich sag's nochmal, auch wenn Piastri aktuell auf der 15 liegt und Albon auf der 19, der Captain für dieses Rennen ist Albon, denn der stoppt nur einmal. Interessant wird's nur, wenn das Safety Car kommt, dann ist Piastri plötzlich ein ganz heißes Eisen. So, wir dürften DRS haben. Sehr gut. Bei Albon haben wir jetzt DRS wahrscheinlich nicht, weil uns dieser Magnussen so dämlich überholt hat. So, und Verstappen überholt Schumacher wieder. Ein unglaublicher Fight zwischen den beiden hier. Das kostet die natürlich Zeit. Und so ermöglicht es uns das, bei den beiden dran zu bleiben. So, Albon, bist du wieder reingefahren? Ins Fenster, das hoffe ich doch sehr. Könnte eng werden. Aber er hat DRS, jawohl. Sehr, sehr gut. Setzen wir mal ein bisschen ERS ein. So, Piastris Reifen haben schon leichte Probleme mit dem Grip. Ich würde sagen, ja, wir müssen das jetzt einfach noch ein bisschen durchhalten. Wir stellen mal auf aggressiv. Okay, und hier auf neutral, dass wir da irgendwie dranbleiben können an den Jungs vorne. Okay, wir müssen es doch ein bisschen übertreiben jetzt. Albon bleibt dran. Das sieht ganz gut aus. Wieder, oh, Virtual Safety Car. Da ist irgendwo was passiert, okay. Ah, wir sind leider noch ein bisschen weit weg von der Box. Da müssen wir jetzt mal abwarten. Es ist was passiert. Virtual Safety Car. Ja, wir werden wahrscheinlich jetzt mit Piastri auf jeden Fall rein. Leclerc hat sich gedreht, das schauen wir uns natürlich an. Was hat da das Virtual Safety Car provoziert? Oh, es war eine Kollision. Oh, oh mein Gott, die sind alle zum Stehen gekommen. Es war eine Kollision. Eieiei, und der ist dann gleich in die Box gefahren, der Sainz. Sehr, sehr clever. Und Leclerc und Perez sind weitergefahren, oder was? Leclerc hat hier ein Ausrufezeichen. Was bedeutet das? Der hat einen Schaden vermutlich. Oder er hat eine Strafe bekommen. Das wissen wir noch nicht. So, Piastri fährt auf jeden Fall in die Box beim Virtual Safety Car. Sollte es denn noch da sein? Naja, okay, da können wir jetzt natürlich sparen. Ja, wir fahren auf jeden Fall rein. So, und jetzt ist die Frage. Nehmen wir die gelben oder zuerst? Oh ja, wir müssen eigentlich sogar die harten nehmen, um sicher zu gehen. Und dann am Schluss nochmal die roten. Ne, wir nehmen die roten jetzt. Wir nehmen es so, wie wir es gesagt haben zu Beginn. Denn vielleicht kommt ja noch ein richtiges Safety Car und dann können wir direkt reingehen und uns die harten holen und durchfahren. Ich glaube, das ist sinnvoll. Ja, das macht, glaube ich, Sinn. Bei Albon macht es wahrscheinlich keinen Sinn. Jetzt nochmal, jetzt schon reinzufahren, weil wir haben noch 68%. Wir könnten höchstens jetzt die roten nehmen und dann nachher die weißen, aber wir verlieren dann natürlich Zeit bei diesem Stop. Die Frage ist, zählt das Virtual Safety Car noch, wenn Albon an der Box vorbeifährt? Weil falls das so sein sollte, könnten wir es uns noch überlegen. Tja. Fahren wir da jetzt rein oder nicht? Bottas ist drin, Ricciardo ist drin.
Piastri ist drin. Könnten reinfahren. Was ist denn, wenn wir jetzt reinfahren und uns die Harten holen? Könnten wir mit den Harten durchfahren? Wahrscheinlich nicht, das ist viel zu weit. Aber wir könnten die Roten nehmen und richtig pushen und dann auf die Harten gehen. Das wäre natürlich mal eine Möglichkeit. Aber ich glaube fast, das macht keinen Sinn. Ne, wir fahren weiter. Wir fahren weiter. So, Piastri ist auf jeden Fall drin. Unterschiedliche Strategien bei den beiden Fahrern, das finde ich immer eine gute Möglichkeit. So, natürlich wird auch bei Piastri gleich wieder geschont. Also wir schonen jetzt überall die Reifen und alles. So, Piastri ist jetzt zurückgefallen, hinter Albon natürlich, aber nur 4 Sekunden. Also dank dem Virtual Safety Car ist Piastri jetzt ein richtiges heißes Eisen auch in diesem Rennen. Muss man ganz klar sagen, dieses Virtual Safety Car hat ihm natürlich gut getan. Bei Albon müssen wir jetzt natürlich schauen, dass wir, sobald das Safety Car vorbei ist, aufschließen können auf Vettel. PSC is ending. Jetzt ist das Rennen wieder freigegeben. Wir haben jetzt 3,2 Sekunden Rückstand auf Vettel. Wie ist denn das jetzt zustande gekommen? Stroll ist direkt hinter Piastri. Okay, aber wir waren schon in der Box. Tja, was machen wir da jetzt? Wir haben beide kein DRS. Können wir uns da nach vorne wuchten, ist die Frage. Albon 2,5 hinter Vettel. Wir müssen eigentlich diese Lücke schließen, so schnell wie möglich. Happy to increase Wir haben ja ERS gespart, wir haben Benzin gespart. Wir müssen jetzt richtig Gas geben, um ins DRS-Fenster von Vettel zu kommen. Und Piastri muss eigentlich Gas geben, um ins DRS-Fenster von Albon zu kommen. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber eine andere Wahl haben wir nicht. Also Albon wird es schaffen. Piastri hat die Roten. Frische Rote, das muss eigentlich auch funktionieren. Naja, also Vettel ist da vorne, das könnte schon funktionieren. Und Piastri sieht die Leute auch schon. Der ist halt super schnell mit den roten Reifen. Ich glaube, dass das funktionieren kann. Eigentlich bin ich ein Freund davon, immer zu stoppen, wenn Safety Car da ist. Aber jetzt gerade hat es mit Albon meiner Meinung nach einfach keinen Sinn gemacht. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Hättet ihr da mit Albon gestoppt? Aber ich wüsste nicht, auf was. Also ich hätte dann ja nochmal stoppen müssen, das ist klar. Ich hätte keine 40 Runden, über 40 Runden sogar, mit den Harten durchfahren können. Das hätte einfach nicht funktioniert. So, Albon ist gleich drin im DRS. Und dann können wir uns ein bisschen ausruhen. Und dann warten wir auf Piastri. Das ist der Plan. So, Albon fährt da jetzt richtig schön rein. Das müsste eigentlich reichen, um da jetzt drin zu sein. Und dann fahren wir ja deutlich langsamer als vorher. Und dann kann Piastri auf jeden Fall ausschließen. Und wichtig ist dann natürlich, dass wir Stroll nicht mitnehmen. Und das scheint so zu sein. Stroll scheint mit uns nicht mitzukommen. Und das ist natürlich super, dann hätten wir den schon eliminiert. Und Magnussen ist auch schon 4 Sekunden hinter Stroll. So, Albon muss jetzt immer innerhalb einer Sekunde sein hinter Vettel und Piastri muss jetzt an Albon ran. Und wenn wir das haben, dann können wir gemeinsam Vettel überholen und dann Ricciardo hinterherfahren. Das wäre jetzt der Plan. Ich hoffe, dass der so funktioniert, wie ich mir den vornehme. Piastri kommt auf jeden Fall näher, 3,6 noch. Das könnte schon funktionieren, glaube ich. So, Leclerc hat hier ein Ausrufezeichen. Was das bedeutet, weiß ich allerdings nicht. Vielleicht können wir das irgendwo nachlesen. Das traue ich dem Manager auf jeden Fall zu, dass man das nachlesen kann. Events. Zeitstrafe. Strafe gegen Leclerc wegen
Kollision verursacht. 5 Sekunden. Geil. Also man kann hier alles nachlesen, das ist wirklich ganz hervorragend. So, Albon bleibt innerhalb der Sekunde und Piastri kommt näher. Das sieht alles genau so aus, wie wir es haben wollen. Piastri wird natürlich seine Reifen ordentlich schrotten. Aber das macht nichts. Der hat ja noch einen Stop. Und zur Not muss er halt dann auf die Weißen wechseln. Und dann hat er letztendlich die gleiche Strategie wie Albon. Aber wenn es funktioniert, kann er natürlich auf die Gelben wechseln. Aber es wird fast nicht funktionieren. Glaube ich jetzt mal. Weil er dafür die Reifen jetzt zu hart ran nimmt. So, Vettel ist unser großer Gegner. Ich sag's nochmal. Vettel muss bezwungen werden. Stroll natürlich auch, aber den haben wir eigentlich meistens im Griff. Und mit Piastri haben wir jetzt eben auch einen guten zweiten Fahrer, sodass wir Stroll auch langfristig mit beiden Fahrern hinter uns lassen können. So, gleich ist es soweit, gleich hat es Piastri geschafft, auf Albon aufzuschließen. Der schont sich gerade wieder ordentlich, weil der Herr Vettel einfach so langsam fährt und wir wollen ihn ja noch nicht überholen. Wir wollen erst Piastri ins Fenster bekommen, dann können wir überholen. Bei Piastri mussten wir jetzt auch ein bisschen zurückschalten, was den Kraftstoff angeht, weil der sonst einen zu hohen Verbrauch gehabt hätte. Aber Albon sehen wir hier, der spart ordentlich gerade ein. Also der wird, glaube ich, in dem Rennen ein echt gutes Resultat für uns einfahren. Da bin ich fest von überzeugt. Punkte werden es nicht werden, dafür ist der Abstand zu groß. Aber wer weiß, wie das noch spielt. Albon wird auf jeden Fall sehr, sehr stark in diesem Rennen am Ende abliefern. So, und jetzt kommt der Moment. Wir haben mit Piastri aufgeschlossen und stellen jetzt hier alles auf Mittelmaß. Gleichzeitig stellen wir bei Albon alles aufs Maximum. Und jetzt wird Albon versuchen, Vettel zu attackieren und zu überholen. Und danach ist Piastri dran. Piastri, der natürlich bessere Reifen hat. Aber Albon wird es trotzdem zuerst versuchen, weil der einfach unfassbar viel Benzin übrig hat. Und ich bin mir relativ sicher, dass das funktionieren kann. Da Piastri so schnell ist, kann der jetzt sogar ein bisschen sparen. Ich stelle jetzt mal überall auf Sparen ein. Wir müssen dann natürlich reagieren, wenn es zu viel Gespare ist. Aber ich glaube, dass der jetzt einen Start und Ziel hat er sicher. Ja, jetzt lässt er aber schon reißen. Schaut euch das an. Kurz mal runtergeschaltet, schon lässt er reißen. Das ist der Wahnsinn. Ich hoffe, dass er dort wieder rankommt rechtzeitig. Ja, kommt sofort wieder ran. Aber Albon muss jetzt vorbeifahren. Albon hat jetzt die Aufgabe, an Vettel vorbeizuziehen. Und ich glaube, das packt er direkt. Sehr gut. Die Frage ist, kann Piastri mitziehen? Der ist ein bisschen zu weit hinten. Aber es kommt ja gleich nochmal eine DRS-Zone. Ich stelle bei ihm jetzt auch schon Maximum ein. Und ich kann mir vorstellen, dass er es bei der nächsten DRS-Zone schafft. Und dass wir den Vettel jetzt direkt beide gleichzeitig überholen können. Also Albon hat es auf jeden Fall geschafft. Jetzt schauen wir uns gleich mal den Abstand an. So sieht's aus. Albon hat jetzt eigentlich die Aufgabe, zu Tsunoda vorzufahren. Das Ding ist aber, der muss eh gleich in die Box. Der kann also jetzt richtig Dampf machen, der Albon. Wir stellen das hier auf Orange. Hier lassen wir auf Mache Druck, weil wir da das Benzin sowieso haben. Und dann stellen wir das auf Neutral. So, das ist jetzt die Einstellung. Und Piastri hat jetzt natürlich die Aufgabe, ebenfalls an Vettel vorbeizuziehen. Ich glaube, das kann er hier direkt packen. Und dann haben wir den Vettel in einer Runde sofort mit beiden Autos überholt. Ist das geil. So, vorbei sind wir mit beiden Autos. Und jetzt muss Piastri natürlich versuchen, an Albon dran zu bleiben. Der hat die besseren Reifen. Wir können hier wahrscheinlich auf Standard stellen, hier auf Standard und hier auf Neutral. Ich hoffe, dass das funktioniert. Und ob der Vettel jetzt mitfährt mit uns, ist eigentlich jetzt erstmal relativ egal. Wir schauen mal aus Sicht von Vettel, wie das aussieht. Wichtig ist, dass Albon jetzt Piastri ein bisschen mitzieht. Oder halt andersrum. Je nachdem, wenn wir merken, dass Piastri schneller könnte, dann müssen wir switchen. Aber ich glaube, dass die Strategie, die wir jetzt hier haben, schon ganz gut ist. Albon 3,45 auf Tsunoda. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ja, wir können, wobei, pass mal auf. Wir können natürlich auch sagen, der Piastri ist, glaube ich, schneller, ne? Ne, warte mal, der Albon, der muss einfach jetzt Vollgas geben, es hilft nichts. Der muss, bis er in die Box fährt, Vollgas geben.
Und Piastri kann ja jetzt erstmal ein bisschen chillen, solange er mitfahren kann. Okay, Solange er gut out. mitfahren kann, ist das in Ordnung. Okay. Und dann würde ich sagen, werden wir jetzt dann irgendwann den Turbo zünden mit beiden. So, jetzt müssen wir hier aber wieder auf Normal schalten. Wir werden jetzt gleich mit beiden Williams den Okay, Turbo sind gut. zünden, Perfekt. dass wir den Vettel loswerden, denn ich habe keinen Bock, dass der Vettel die ganze Zeit DRS von uns bekommt. Also sprich Albon, Maximum Power. Und Piastri, ja, der fährt auf Standard mit. Und wenn wir merken, dass die Lücke zu Vettel größer wird, dann fährt Piastri auch Vollgas. Ich hoffe, dass das funktioniert, dass wir den loswerden, den Vettel. Denn ich habe keinen Bock, dem jetzt die ganze Zeit DRS zu geben. Das ist ja ein Freifahrtschein, uns bei uns mitzufahren. Das will ich natürlich nicht. Frage ist, könnte Piastri schneller? Ich glaube, der könnte schneller. Wir werden das jetzt gleich switchen. Ich dachte halt, Albon gibt Vollgas, weil der eh gleich in die Box muss. Der kann hier alles auf Vollgas stellen. Und Piastri fährt, naja, das passt schon. Piastri fährt trotzdem so schnell, obwohl er sich ja relativ schonen kann. Der Vettel kommt schon noch mit, der kommt schon noch mit, der lässt sich nicht abhängen. So, wir stellen jetzt mal bei Piastri Vollgas ein, dass wir die Lücke ein bisschen schließen zu Albon, und dann können wir uns ja überlegen, ob wir da vorbeiziehen können. Ja, können wir auf jeden Fall. Wir lassen den jetzt vorbei. Und wir können ja auch einstellen, nicht gegen Teamkollegen kämpfen. Und ich hoffe jetzt, dass er den ohne Zeitverlust vorbeilässt. So, das passiert jetzt. Die Option nehmen wir sofort wieder raus. Und hier geben wir sofort wieder Vollgas. Und ich hoffe, dass der Vettel jetzt nicht auch noch vorbeizieht. Das haben wir super gemacht. Jawohl. Und jetzt kann Albon normal weiterfahren. Und Piastri ebenfalls. Nur mit dem Unterschied, dass der Piastri natürlich schneller ist wegen den Reifen. Also das müsste doch jetzt funktionieren. ERS ist natürlich jetzt leer bei Albon. Und der kriegt jetzt Druck von Vettel. Aber Piastri kann sich aus dem Staub machen. Ich glaube, dass das gut funktioniert. Ja, das funktioniert gut. Wir könnten sogar so weit gehen, dass wir bei Albon jetzt das hier einstellen und dann ihm sagen, dahinter liegende Autos aufhalten. Dann würden wir halt dafür sorgen, dass Piastri einen kleinen Vorsprung kriegt und auf jeden Fall weg ist von Vettel. Das ist doch eine gute Strategie. Wir halten den jetzt einfach ein bisschen auf. Und damit hat Piastri tatsächlich, ja, ein Wahnsinnsrennen liefert der Piastri ab, finde ich. Wirklich wahnsinnig stark. Und Albon bremst hinten die Leute aus. Und Vettel fährt in die Box. Das ist ja optimal. Den haben wir jetzt noch richtig gut ausgebremst. Und jetzt kann unser Albon Vollgas geben, denn der muss eh gleich in die Box. Der fährt jetzt, wo er freie Bahn hat, fährt er jetzt nochmal ein paar richtig schnelle Runden. So, und Piastri holt immer weiter auf zu Tsunoda, und der wird jetzt hier gleich zu einem Alfa Romeo aufschließen, so wie es aussieht. So, das schauen wir uns jetzt genauer an. Wir sind auf jeden Fall im DRS-Fenster drin von Tsunoda. Und das ist jetzt der Moment, würde ich sagen, wo wir mal wieder ein bisschen uns schonen. Ja, wobei, Moment mal. Ich würde sagen, den Tsunoda überholen wir jetzt direkt.
Und dann können wir uns vielleicht an den Alfa Romeo dranhängen. Wie wäre denn das? Kriegen wir den Tsunoda hier jetzt? Oder sollen wir doch wieder zurückstellen? Ja, ich glaube, wir müssen doch wieder zurückstellen. Funktioniert nicht ganz. So, Albon gibt Vollgas. Schaut euch das an. Der schließt jetzt fast wieder auf Piastri auf. Weil der natürlich jetzt richtig Gas gibt. Aber ich glaube, den Vettel und den Stroll, den sind wir losgeworden. Ich glaube, das haben wir gut gemacht. Ich glaube, die beiden Aston Martins haben wir auf jeden Fall bezwungen. Und wir laden hier unser ERS jetzt wieder schön auf gegen Tsunoda. Und unser Wunsch wäre jetzt natürlich, das einzusetzen und dass wir dann in der Start- und Zielgeraden an Tsunoda vorbeikommen. Weil ich möchte gerne an die anderen ran. Und das geht nur, wenn wir jetzt hier vorbeifahren. So, Start-Ziel sollte das doch eigentlich funktionieren. Auf geht's, Piastri, auf geht's. Jawohl, da ziehen wir doch vorbei, locker. Den Tsunoda kriegen wir locker. Oder? Auch nicht. Er hat natürlich auch DRS. Oh, das wird eng. Das wird zu dritt richtig eng. Oh, den Tsunoda haben wir gekriegt, aber der wird natürlich gleich wieder antworten. Aber hier gibt's wieder DRS. Oh, super enges Ding jetzt zwischen den dreien. Komm schon. Oh, er fährt ihm da fast hinten rein. Ei, das ist natürlich bitter. Das ist natürlich jetzt bitter gelaufen für uns. Da haben wir jetzt schön investiert und leider keinen Platz gewonnen. Das ist schade. Frau Albon, hat es ihn ein bisschen näher gebracht? Nee, mit den dreien vorne kann er nicht mithalten. Aber er gibt weiter Vollgas, denn er weiß natürlich, er fährt eh gleich in die Box. Da stellen wir jetzt mal auf ausgewogen, das wollen wir nicht komplett verlieren hier. Tja, und wir wagen gleich einen neuen Angriff mit Piastri. Die DRS-Zone nehmen wir mit, da können wir vielleicht auch schon vorbei. Zumindest saugen wir uns so nah ran. Ach, das ist natürlich dämlich hier. Wir brauchen wieder ERS. Wahrscheinlich müssen wir eine Runde warten, bis wir es wieder mit einem Angriff wagen. Und dann müssen wir eh schon bald in die Box. Ja, Tsunoda fährt jetzt rein. Okay. Auch interessant. So, in Sektor 1 gibt's gelb. Da ist irgendwas passiert. Irgendein Auto hat die Linie verlassen. Das ist Alonso. Schauen wir uns mal an, was passiert ist. Der ist natürlich zu weit vorne. Den werden wir nicht einholen können. Oh, wow, wow, da hätt's fast... Uiuiuiuiuiui. Das war ein heftiger Verbremser. Da hätt's fast ordentlich gekracht. Dadurch ist Alonso zurückgefallen auf die 8. Hat aber jetzt nicht wirklich Auswirkungen auf uns. Ja, und Piastri wird gleich in die Box müssen. Denn die Reifen können nicht mehr länger. Schauen wir mal, ob wir mitfahren können mit Joe. Mit diesen normalen Einstellungen. Ja, Albon hat jetzt ordentlich Zeit verloren. Da sieht man schon, dass der Piastri echt was drauf hat, ne? So, wie viel ist denn Vettel hinter uns? Der hat 4 Sekunden, dann sind es 11, 15, 16, 17. Ja, das ist... Also der Vettel, der wird an Albon wahrscheinlich vorbeiziehen. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie das mit den Boxenstops aussieht. Vor allem, welche Reifen hat Vettel genommen? Die harten, ja, der wird durchfahren. Der wird durchfahren, genauso wie wir. So, Piastri, schaffen wir es nochmal, DRS zu kriegen? Ansonsten fahren wir jetzt in die Box rein. Schaffen wir das noch? Ich glaube nicht. Die Frage ist, kann ich ihm jetzt noch sagen, dass der in die Box fahren soll, oder ist das zu spät? Ich probiere es jetzt einfach mal. Du kommst jetzt rein, nimmst die harten. Ja, wir müssen die harten nehmen. Die gelben werden es nicht machen. So, ich bin gespannt. Einfach in der Box in 8 Metern, das ist doch bestimmt zu spät. Ja, das dachte ich mir. Aber ist egal, wir fahren nächste Runde auf jeden Fall rein. Wir geben jetzt nochmal diese Runde richtig Druck. Geben nochmal richtig Gas, alles was geht. Hauen wir jetzt raus. Und Albon, ja, der fährt jetzt auch hier an der Box vorbei. Der wird dann wahrscheinlich eine Runde später reinkommen.
und dann auch die natürlich weißen nehmen. Da gibt es richtig Gas mit den gelben jetzt nochmal, also das finde ich echt geil. Der haut jetzt nochmal alles raus, was er hat. Aber Piastri scheint aktuell auf der besseren Strategie zu sein, natürlich auch wegen dem Virtual Safety Car, das hat ihm natürlich ordentlich geholfen, muss man ganz klar sagen. Da hat er einen Stop tatsächlich rausfahren können mit den roten und dank des Safety Cars. Aber es bleibt spannend im Duell gegen Stroll und gegen Vettel. Also Stroll muss nochmal rein. Den haben wir, glaube ich, locker im Griff. Aber Vettel ist, glaube ich, eine harte Nuss zu knacken. Tsunoda weiß ich auch nicht, wie das läuft. Magnussen, Joe, die müssen wahrscheinlich alle auch nochmal rein. Beziehungsweise, wenn sie auf hart gewechselt haben, natürlich nicht. Und die müssen nicht mehr rein. Die müssen alle nicht mehr rein, schätze ich. Aber die sind wahrscheinlich die Letzten, die jetzt stoppen. Und Joe hängt uns jetzt ganz schön ab. Also die Reifen, wenn unter 30% sind, lassen die richtig nach. Wäre schon besser gewesen, wenn wir die Runde vorher rein wären. Aber das haben wir halt einfach nicht mehr geschafft. So. Jetzt schalten wir hier zurück. Boxenstopp ist angemeldet. Box diese Runde, jawohl. Und bei Albon wird noch nicht gestoppt. Der bleibt jetzt noch eine Runde draußen. Fährt nochmal Vollgas diese Runde. Dann schauen wir mal, was drin ist. So, jetzt schalten wir auf jeden Fall zu Piastri. Und schauen uns mal an, was passiert. Stroll wird auf jeden Fall vorbeifahren, aber die interessantere Geschichte ist, was mit Vettel passiert. Der ist jetzt gerade hier. Start und Ziel beginnt er jetzt. Und Piastri fährt gerade aus der Box. Also, den Vettel lassen wir hinter uns. Und das Gute ist, wir kommen vor ihm sogar raus. Vor Tsunoda. Da kennt er jetzt unser Spielchen. Wir lassen Tsunoda vorbei. Und hängen uns dann an Tsunoda hinten dran, weil Tsunoda natürlich das ganz klar schnellere Auto hat. Das ist jetzt der Plan. Und Albon gibt weiter Vollgas. Der hat jetzt Magnussen hinter sich. Und dann wird Albon reinkommen. Und ich glaube, Albon kommt hinter Vettel raus. Aber ich hoffe, dass der bei Vettel wenigstens im DRS-Fenster dann drin ist. Ansonsten wird es schwierig. So, kann der Tsunoda jetzt an uns vorbeifahren oder was ist da los? Scheint nicht so zu sein, aber dann schonen wir uns eben. Das ist auch in Ordnung. So. Stopp. Wir müssen natürlich Albon jetzt sagen, dass wir stoppen wollen. Und zwar auf die Weißen, das ist klar, da haben wir überhaupt keine Wahl. Und wir stellen jetzt diese Geschichte natürlich auch neutral ein. So, Piastri, wie sieht's aus? Der Tsunoda kommt uns nicht mal hinterher, was ist denn da los? Okay, Box, Box. Was ist denn los? Der Vettel kommt jetzt schon hinten. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Albon hinter Vettel rauskommt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das werden wir ja jetzt gleich sehen. Der Vettel ist auf jeden Fall unser großer Gegner mit beiden Fahrern. Also der ist jetzt Startziel und wir fahren raus. Oh, das wird eine enge Kiste. Oh, das wird eine enge Kiste. Kommt Albon. Uiuiui, Albon ist da links. Der kommt vorher raus. Der kommt tatsächlich vorher raus. Boah, Vettel, unfassbar. Aber ganz knapp. So, der wird uns jetzt aber überholen. Jetzt können wir bei ihm natürlich das gleiche Spielchen machen, weil die 2 Sekunden können wir alleine nicht schließen. Bei ihm machen wir jetzt das gleiche Spielchen. Und lassen den Vettel vorbei. So, Tsunoda ist auf jeden Fall jetzt an Piastri vorbeigefahren. Jetzt hoffe ich, dass wir mit dem mitfahren können. Müsste aber eigentlich funktionieren. Müsste funktionieren, oder? Situation ist also P18. Hat schon fast eine Sekunde Rückstand. Das gibt's doch nicht, dass die überholt werden und direkt eine Sekunde Rückstand haben. Das ist super nervig. Wir haben es auf neutral gestellt. Ich hoffe, dass wir das jetzt hinkriegen, dass wir da dranbleiben. Ja, es wird eng. Wird eng, wird ganz eng. Ja, es wird zu eng. Scheinbar reicht unsere Power nicht aus, da mit dem Tsunoda mitzufahren. Okay, we are to push. Kann doch nicht wahr sein. Yeah. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall dran. Jetzt kriegen wir das DRS.
Da müssen wir die Lücke eigentlich schließen können. Wie sieht es bei Albon aus? Der ist immer noch vor Vettel. Aber der Vettel dürfte jetzt dann überholen. Jetzt ist er vorbei. Und jetzt stellen wir auch ihn auf die ganzen neutralen Geschichten ein. Und dann sollte es eigentlich klappen, dass wir da mitkommen. So, Energiegewinnung möchte ich jetzt bei beiden aber Sie drin lassen. Haben einen Platz gut gemacht. So, das ist jetzt also die Strategie. Wie, du überholst den jetzt? Sehr gut. Was ist bei Albon? Der fährt natürlich wieder an Vettel vorbei, ja, das ist mir schon klar. Der Vettel ist halt so langsam, das ist echt super nervig. Okay, aber, also, die aktuelle Situation ist folgende. Stroll wird nochmal in die Box fahren, den werden wir problemlos kassieren. Wir wollen mit Piastri hinter Tsunoda herfahren und mit Albon hinter Vettel herfahren. Und am Ende wollen wir auf jeden Fall Vettel und Stroll schlagen. Und was bei Tsunoda möglich ist, das werden wir dann sehen. Hier sehen wir auf jeden Fall das Duell. Tsunoda fährt wieder an uns vorbei. Ich glaube, da haben wir ganz gute Aussicht, dass wir unser Ziel hier erreichen. Oh mein Gott, ist das euer Ernst? Stehen die jetzt einfach rum? Das, genauer. Jetzt sehen das wir hier darf den nicht Williams. Wahr sein, Leute. Schaut euch das mal an. Ein das ist nicht die Situation, Manöver. Die ich meinte. Eine Position gut gemacht. Die Situation kommt noch. Ich weiß nicht, ob wir die noch anschauen können. Steam schaut zu und hat sichtlich Piastri Spaß hat sich gedreht. Hier jubeln wir noch, weil wir gerade Vettel überholt haben. Piastri hat sich gedreht. Und jetzt geht's erst weiter. Oh, ist das dein Ernst? Damit ist Tsunoda natürlich weg. Wir sind die ganze Zeit hinter Tsunoda hergefahren. Mit Piastri. Jetzt haben wir 16 Sekunden verloren durch einen Dreher. Oh mein Gott, ist das bitter. Und wir haben dadurch auch irgendeinen Ferrari aufgehalten. Ich frage mich gerade welchen. Wahrscheinlich Leclerc, weil der jetzt so einen großen Rückstand hat. Ja klar, hier ist er. Oh, ist das bitter. Wir haben uns gedreht und dann ging es nicht mehr vorwärts. Tja, wir sind so schön im Windschatten von Tsunoda mitgefahren. Aber jetzt können wir Tsunoda leider nicht mehr bezwingen. Was wir jetzt machen ist, wir wollen Vettel abhängen. Heißt, wir werden mit Albon, glaube ich. Wobei, der ist noch dahinter. Wir müssen jetzt mit Piastri Gas geben. Wir werden das jetzt versuchen. Schaut euch mal an, wie viel Benzin wir gespart haben. Das ist unglaublich. Das ist einfach mega, mega bitter, dass dieser Unfall jetzt passiert ist von Piastri. Der ist ein so gutes Rennen gefahren. Ja. Wahnsinn. So, okay, Piastri. Wie sieht jetzt die Strategie aus? Ich würde sagen, wir wollen den Vettel jetzt endgültig abhängen, dass wir den los sind. Ja, Albon muss schon Gas geben, aber die Frage ist, kann der Vettel da mitfahren? Ich kann es mir kaum vorstellen, denn wir haben so viel Energie angespart, dass der Vettel da eigentlich reißen lassen muss. Jetzt lässt aber Albon reißen und kommt nicht mit Piastri mit. Das ist natürlich auch nicht gewollt. Okay, back off. Und Stroll ist jetzt auch wieder da, weil wir alle aufgehalten wurden. Schaut euch das mal an. Jetzt ist sogar Stroll wieder da. Das gibt's ja nicht. Jetzt ist sogar Stroll wieder da. Das ist ja unfassbar. Den hatten wir schon distanziert. So, was wir jetzt versuchen. So, Piastri gibt auf jeden Fall DRS an Albon weiter. Sehe ich das richtig? Jawohl. Jetzt versuchen wir mit beiden Gas zu geben. Beide haben, also Piastri hat natürlich kein DRS, aber Albon hat DRS. Wir versuchen jetzt mit beiden Gas zu geben, sodass wir hoffentlich Vettel und Stroll endgültig loskriegen. Vettel sehen wir hier, 0,8 Rückstand. Wir müssen den aus dem DRS-Fenster rauskriegen, unbedingt. So, Albon können wir jetzt ein bisschen ruhiger einstellen. Mann, 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 nicht gegen Teamkollegen kämpfen, verdammte Scheiße. Okay, dann switchen wir's. Dann switchen wir's. Dann gibt Albon jetzt Vollgas. Der hat eh noch bessere Reifen. Und Piastri hängt sich hinten dran. Und ich hoffe, dass wir dadurch die beiden Aston Martins endgültig loskriegen. So, Piastri hinten dran. Ja, sure.
Soll natürlich mithalten können. Okay, we are P2 push. So, jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert, ob die Strategie auch geht. Dass wir gemeinsam den Vettel loskriegen. Und jetzt wird Albon am Ende wahrscheinlich doch noch besser platziert sein als Piastri. Das ist wirklich tragisch. Denn der ist so gut gefahren. Ricciardo und Magnussen fahren nochmal in die Box. Spielt jetzt aber alles keine Rolle. Wir haben jetzt unfassbar große Abstände, weil wir 16 Sekunden verloren haben, weil wir einfach festgesteckt sind und nicht mehr weiterfahren konnten. Das ist halt echt blöd gelaufen. So, Piastri muss jetzt aber ein bisschen chillen. Weil das soll natürlich nicht überholen. Aber er soll natürlich mit ihm mitfahren, wegen DRS. So, das schafft er doch. Soll aber nicht überholen. Müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Hallo, Piastri. Ich drehe durch, wenn der den jetzt überholt. Das gibt's doch nicht! Jetzt hat er wieder. Okay. Ja, so kriegen wir den Vettel nie los, wenn wir so dämlich fahren. Ernsthaft. Check the DRS. Okay. Jetzt müssen wir wieder switchen. Das gibt's doch nicht. Das ist ein guter Test für später, wenn es wirklich wichtig ist. Ich meine, jetzt geht's nur darum, den Vettel hinter uns zu lassen. Das ist auch wichtig für uns, aber jetzt nicht so, dass es hier um Platz 3 geht oder so. Aber ist der Vettel noch im DRS oder sind wir denn losgeworden? Ne, der ist noch drin. So, das Problem ist, der Albon hat jetzt kein ERS mehr. Das heißt, ich würde eigentlich jetzt switchen und sagen, Piastri fährt jetzt vor, weil der ERS hat. Das heißt, wir wären dann schneller. Bedeutet, wir nehmen hier wieder nicht gegen Teamkollegen raus. Und bedeutet auch... Ne, wir lassen das trotzdem so, dass wir Gas geben. Bedeutet auch hier... Nehmen wir das jetzt rein. So, jetzt müsste der eigentlich vorbeikommen. Yes, perfekt. Perfekt. Und jetzt bitte, bitte, bitte einfach mitfahren. Einfach mitfahren. Und Piastri gibt geisteskrank Gas. Jawohl. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob der Vettel da noch hinterherkommt. Der Albon wieder zu langsam. Meine Güte, nochmal. So. Jetzt eine Runde so durchhalten. Dann müssen wir doch den Vettel loskriegen. Kann aber nicht wahr sein. Nee, der Albon kommt jetzt nicht mit Piastri mit. Okay, das funktioniert so nicht. Dann machen wir es anders. Dann machen wir es jetzt wirklich anders. Und sagen... Piastri hat freie Fahrt. Und wir halten mit Albon den Vettel auf. Machen wir es jetzt ein bisschen so. Das ist ein bisschen rumcheaten. Was heißt rumcheaten? Das ist ein bisschen strategisch interessant. So. Und jetzt hat nämlich... Jetzt hat nämlich Vettel kein DRS mehr, weil der Piastri weg ist. Hoffe ich zumindest. Wenn der eine schnelle Runde fährt, ist der weg. Alter, das funktioniert... Ey, das ist gerade eine Katastrophe, was ich hier mache. Weil ich fahre jetzt den Albon hinten kaputt. Oh Gott, am Ende verliere ich mit beiden Fahrern gegen Vettel, wenn ich es so dumm anstelle. Nee, ich habe den Vettel jetzt schon losgekriegt. Doch, das passt schon. Aber der Albon ist leider nicht mehr beim Vettel hinten dran. Na gut, ich musste mich überrunden lassen. Wahrscheinlich ist das auch ein Grund dafür. Wir fahren jetzt im DRS von diesem Mercedes einfach mit. Und Piastri verausgabt sich natürlich jetzt komplett. Alter Albon, du wirst doch jetzt nicht den Mercedes überholen. So, Piastri verausgabt sich jetzt komplett noch ein, zwei Runden. So, und wir müssen jetzt mit ihm auch richtig Gas geben. Und jetzt gilt es natürlich dran zu bleiben. Wir haben DRS. Und jetzt lässt sich ja auch Vettel gleich überrunden. Und dann können wir hoffentlich mit Albon direkt vorbeiziehen. Oder zumindest hinten dran kommen. Vorbeiziehen wollen wir ja gar nicht.
Wir wollen in seinem Windschatten fahren. So, und Vettel hat jetzt schon 2 Sekunden gleich Rückstand auf Piastri. Also das funktioniert jetzt relativ gut. Was wir davor haben. Dann machen wir es eben so. Dann fahren wir mit Piastri davon und Albon fährt bei Vettel im Windschatten. Und kurz vor der letzten Runde, so in der vorletzten Runde oder sogar erst in der letzten Runde, fahren wir da mit Albon an Vettel vorbei. Das ist das Ziel. Wir wollen auf jeden Fall mit Piastri und mit Albon den Vettel bezwingen. Schaut euch mal an, wie viel Zeit Stroll schon wieder verloren hat. Der war ja mal kurzzeitig wieder dran. Aber der ist wirklich, wie Latifi, eigentlich komplett chancenlos. Muss man ganz ehrlich sagen. So, Piastri dürfte jetzt wirklich weg sein. Vettel lässt sich jetzt einholen. Genau. Und jetzt können wir hier runterschalten und mit Vettel wieder im DRS mitfahren. Genau so ist der Plan. Und der geht auf. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir nicht überholen. Und die Geschichten nehmen wir mal raus, sicherheitshalber. So. Und jetzt heißt es ganz normal mit dem Vettel mitfahren. Und Piastri hat Vettel natürlich jetzt abgehängt. Da sollte eigentlich nichts mehr passieren. Da sehen wir Hamilton. Natürlich werden wir jetzt von Hamilton auch noch überrundet. Aber ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir dadurch nicht allzu viel Zeit verlieren, sodass der Vettel wieder zurückkommt. Wichtig ist jetzt nur, dass Albon im Zeitfenster bleibt. Und das sieht doch gut aus. Ja, das sieht gut aus. Das Problem ist jetzt, dass der Mercedes den Vettel wieder nach vorne zieht. Das DRS ist Segen und Fluch zugleich, Leute. Jetzt zieht der Mercedes den Vettel wieder nach vorne. Aber ich hoffe, der Vettel, der verliert gleich den Anschluss. Ja, der hat, glaube ich, jetzt... Ja, bei Start-Sieg, glaube ich, kriegt er kein DRS mehr, oder? Ja, doch, der fährt den Vettel wieder zu Piastri nach vorne. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Schaut euch das an. Jetzt ist der Vettel wieder dran. An Piastri oder was? Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das gibt es nicht. Jetzt ist der Vettel wieder dran im DRS-Fenster. Ist nicht zu fassen. Ich krieg diesen Vettel nicht los. Jetzt hat er wieder eine Sekunde Rückstand. So, das funktioniert doch jetzt hoffentlich. Oh, jetzt müssen wir schauen, dass wir hier nicht den Anschluss verlieren. Meine Güte, es ist doch nicht zu glauben. Okay. So, Piastri hat Vettel auf jeden Fall abgehängt. Aber es kommen ja immer wieder Überrundungen. Ich hoffe, dass das gelingt, dass wir da dranbleiben können. Wir haben jetzt auf jeden Fall hinten noch den Red Bull. Das dürfte Verstappen sein. Der wird jetzt gleich den Vettel wieder überholen. So, und da ist direkt der nächste auch noch vorbeigeschlüpft. So, Piastri hat jetzt 4 Sekunden Vorsprung. Jetzt sieht es doch wieder gut aus, oder? So, Albon bleibt dran. Oh nein, was macht Albon? Oh nein, das ist alle Mühe umsonst. Jetzt sehen wir hier den Williams. All die Mühe umsonst. Albon fährt in die Wiese. Kann der überhaupt weiterfahren oder war's das? Das ist ein herber Schlag für das Team. Können Sie sich davon erholen? Kann der überhaupt weiterfahren oder ist der jetzt raus? Der kann weiterfahren, okay. Die Räder blockieren und der Wagen fährt geradeaus. Heißt, Albon liegt jetzt 6 Sekunden hinter Vettel. Scheiße. Ja, und Piastri wird gleich überrundet von den Kollegen hier. Und dann bin ich gespannt, ob der Vettel wieder rankommt. Wahrscheinlich schon. Dann ist der Vettel auch wieder am Piastri dran. Ich sag's euch, am Ende verlieren wir mit beiden Mann gegen Vettel. Albon leider mit einem blöden Fehler, der wird nicht mehr rankommen. Es sind noch 11 Runden, aber ich gehe nicht davon aus, dass der noch irgendwie rankommt. Wir fahren jetzt einfach unser Rennen, wir kriegen kein DRS mehr. Das Ding dürfte durch sein. Die Frage ist, wer ist der Nächste, der uns überrundet? Das wäre Russell, der ist gerade hier. Und Albon, aha, der hat uns schon überrundet, okay. Ja, sonst hätte ich gesagt, können wir vielleicht versuchen, mit einem, der uns überrundet, nach vorne zu fahren. Aber das dürfte schwierig werden.
Ja, und Vettel kommt wie erwartet wieder ran, weil der natürlich das DRS von den beiden bekommt. Wir fahren jetzt mit Piastri Vollgas. Go push, go push. Wir werden zwar jetzt überrundet, aber ich hoffe, dass wir nicht ganz so langsam fahren. Komm schon, Vollgas jetzt, Piastri. Wir fahren jetzt mit den beiden damit im DRS und den Vettel lassen wir nicht mehr rankommen. Vettel 1,4 Sekunden Rückstand. Komm schon, Piastri. Ich will das DRS von denen da vorne haben. Schaffen wir das? Die bekriegen sich ordentlich, ey. Also, Hamilton gegen... Nee, wer ist das? Alonso gegen Russell. Nee, Alonso gegen Verstappen ist das. So, Piastri gibt Vollgas. Das sieht gut aus. Das gefällt mir sehr gut. Aber wir müssen jetzt natürlich mal wieder runterschalten. So, und jetzt fahren beide so ihr Rennen. Piastri knapp vor Vettel. Und Albon fährt zwischen Vettel und Stroll. Und da wird sich wohl auch nichts mehr ändern. Ganz, ganz schade. Aber das Rennen ist eigentlich für uns gelaufen. Ich denke, Platz 17 und Platz 19 ist das Maximum, was da jetzt noch geht für uns. So, lang ist es nicht mehr zu fahren und der Stand ist weiterhin der, den wir schon ein paar Runden hatten. Piastri wird wahrscheinlich 17. Albon wird wahrscheinlich 19. Wir können jetzt nochmal ordentlich raushauen. Alles, was geht. Go push. Würde ich jetzt mal sagen, da können wir schon ordentlich rausbuttern. Wir haben ja noch ein bisschen Reifen, wir haben noch Benzin ordentlich übrig. Wir sind ja auch überrundet worden. Aber wir werden mit Albon natürlich den Vettel nicht mehr einholen. Das sind 5,7 Sekunden. Und ja, mit Piastri kommen wir auch nicht mehr zu Tsunoda vor. Es sind nur 13 Sekunden. Also, wir haben durch den Dreher 16 Sekunden verloren. Ja, wenn wir das jetzt wegrechnen würden, dann wären wir am Ende sogar vor Tsunoda. Also, wir hätten mit Tsunoda auch noch im Windschatten fahren können. Das ist natürlich super, super bitter, dass das nicht mehr geklappt hat. Aber sonst hätten wir mit Piastri sogar 16. werden können. Schade, dass Albon dann den Dreher hatte, also letztendlich hatten wir mehrmals Pech. Ich denke, möglich gewesen wäre Platz 16 und Platz 17, aber unterm Strich müssen wir jetzt damit zufrieden sein, dass wir 17. und 19. werden, auch wenn Albon da nochmal näher kommt an Vettel. Aber den werden wir wahrscheinlich nicht mehr kriegen, wir geben trotzdem jetzt natürlich mal alles. Alles, was wir haben. 3,7 Sekunden noch hinter Vettel. Wird der Vettel da etwa... Der muss wahrscheinlich sparen. Schaut euch mal an. Vettel verliert jetzt über 4 Sekunden auf Piastri. Und Albon kommt immer näher. Noch 3,5 Sekunden. Wäre natürlich der Wahnsinn, wenn Vettel jetzt richtig schön Benzin sparen müsste. Kann natürlich sein. Und wir hauen jetzt nochmal alles raus, weil wir haben ja schön gespart. Weil wir es uns einfach auch erlauben konnten. 3,3 Sekunden noch. Ja. Wir werden nicht mehr vorbeikommen, aber wir kommen noch bedrohlich nahe, muss ich sagen. Da vorne sehen wir ihn schon. Nach der Runde fahren wir, glaube ich, noch eine Runde. Ja, aber jetzt hat sich Vettel scheinbar gefangen. 3,5 Sekunden wieder. Also jetzt hat er wieder ein bisschen Gas gegeben. Tja, schade. Trotzdem tolles Rennen. Es war spannend, letztendlich haben wir Stroll wieder geschlagen und wir müssen sagen, Piastri ist ein absoluter Gewinn im Vergleich zu Latifi. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn wir keine dummen Fahrfehler machen, dass wir auch Vettel zusammen noch schlagen können mit beiden Fahrern. Und wir konnten mit einem Tsunoda mithalten, wir konnten streckenweise mit dem McLaren mithalten. Es kam dann ein bisschen viel Pech dazu und so hat es halt dann am Ende nicht ganz gereicht für Plätze um Platz 13, 14, 15. Das wäre möglich gewesen, Leute. Ich sag's euch. Also, ich glaube daran, dass wir dieses Jahr irgendwann Punkte holen können. Da muss natürlich dann alles zusammenkommen. Aber irgendwann wird das der Fall sein. So, Piastri. Jetzt auch in seiner letzten Runde. Und Sainz ist als erster im Ziel. Er hat gewonnen. Sainz hat gewonnen vor Perez und Leclerc. Leclerc tut mir ein bisschen leid. Den haben wir ordentlich gestoppt durch den Unfall. Aber der hat selbst ja auch eine Strafe bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Also ist selbst wahrscheinlich auch nicht ganz so sauber gefahren.
So, Vettel sehen wir hier. Der hat einen großen Abstand auf Piastri mittlerweile. Albon ist rangekommen auf 2,4 Sekunden. Aber das Ziel kommt halt in ein paar Kurven. Super schade. Wir hätten den fast noch gekriegt. Den Vettel. Also, wie gesagt, hätten wir den Dreher nicht gehabt, jetzt den Ausflug hier in die Wiese mit Albon, dann hätten wir Vettel definitiv geschlagen. 2,5 Sekunden sind zum Ende. Und durch diesen Ausflug haben wir ja locker 8, 9 Sekunden insgesamt eingebüßt. Ja, hier sehen wir Piastri, nehme ich mal an. Der kann zufrieden sein hier zu Hause, hat eine richtig gute Leistung gezeigt. Im Qualifying war gut, im Training war gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit unserer Neuverpflichtung. Am Ende ist seine schnellste Runde eine 1.23.75, die von Albon eine 1.23.246. Liegt natürlich daran, dass Albon am Ende die gelben Reifen hatte und dementsprechend natürlich die Chancen hatte, die schnelle Runde zu fahren. Ja, ich bin zufrieden. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Slevens Stream Sport.